Bei denen schneit es doll. Ich habe einen Kaffee voll und trinke ihn jetzt. Ich bin heute nicht im Laden offensichtlich, das ist totale Scheiße. Weiß nicht, was ich machen soll. Na, wie wollen wir das machen? Wie wollen wir das machen? Du willst ja arbeiten gehen. Na, ich schreibe gerade meiner Kollegin, ne? Na, verschlucke ich mich gleich. Kinder sind krank. Zwei davon zumindest. Und eins, bei einem streikt die Kita. Also, so, zwei sind krank, müssen zu Hause bleiben. Der dritte muss zu Hause bleiben, weil die Kita streikt. Das nächste Ding ist, Oma wollte heute kommen. Oma sieht aus wie ein Schneemann und steht auf dem Bahnhof, weil die Züge nicht fahren. Die haben sich entschlossen, Sachsen-Anhalt heute abzukoppeln vom Rest der Republik. Ab heute fahren keine Züge mehr aus Sachsen-Anhalt. Sachsen-Anhalt ist eingekesselt. So, warum nehmen Sie denn nicht das Auto? Weil da wurde eine Mauer gebaut aus Schnee. Nein, das funktioniert nicht. Das ist alles zugeschneit, verschneit. Wir hatten ein Auto. Und Mama kann doch nicht fahren. Aber Opa. Ja, aber der muss doch arbeiten. Er muss arbeiten. Haben Sie eine U-Bahn? Eine U-Bahn? Nee, haben sie nicht. Papa. Sie sind froh, dass sie dann zukam und ah, 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 ah. Der ging nochmal gut. Papa, Kinderkern. Entschuldigung, hast du gesagt? Oh. Jetzt bin ich auch angesteckt. Hat sie geküsst? Ich verteile die Viren überall. Wow, es schneit, hä? Hab ich auch schon gesehen durch mein Zimmer. Naja, ich glaube, heute brauchen wir auch nicht rausgehen. Es ist ja auch wirklich, ist ja auch, was ist das für ein Winter? Total verschoben. Kann man die Jahreszeiten neu ordnen, bin ich der Meinung. Fakt ist jetzt 1 Uhr und wir frühstücken jetzt erstmal, weil Mutti ist zurück vom Doc. Das ist kein. Die machen, also die bieten Förderung an. Mama! Die fördern das Kind. Die fördern das Kind. Die üben mit ihr dann. Singen. Nein. Tanzen. Nein, wie sprechen. Wie man sich verhält in den Situationen. Dass man Hallo sagt und Tschüss, dass man. Dass sie angeleitet wird, dass sie das auch Spaß machen kann, mit anderen Kindern zusammen zu spielen oder fremden Kindern. Aber das kann man alles lernen, meint sie. Wird sie natürlich nie leicht fallen oder weil ich erzählt habe, dass sie auch bei Straßen und so völlig orientierungslos ist. Das werden die mit ihr auch dann üben. Die üben, über die Straße zu gehen mit Lumen. Ja, das ist doch schön. So, jetzt hol ich erstmal Brötchen. So, ich hole erstmal Brötchen, wir können dann weiter reden gleich. Das ist unheimlich viel Kapazität. Wie viel Kapazität hast du eigentlich? Wie viel Kapazität hat dein umgerechnet? Wie viel Byte hat dein umgerechnet so ein menschlicher Kopf? Ich glaube, so viel kann man gar nicht nutzen. Oh, ich darf gar nicht. Wie viel Kapazität steckt da drin? In meinem Kopf? Na, wie viel? Gigabyte. Das ist wisst ihr jemand von euch? Wie viel Gigabyte passen in so einen Schädel? Wie sie trotz Alkohol noch. Wir haben gestern Wein getrunken, deswegen ist heute Schnee draußen. Aus Sympathie einfach zu den voll alkoholisierten Eltern von drei vernachlässigten Kindern. Der vierte meldet sich ja schon gar nicht mehr, weil der hat keinen Bock mehr. Der ist irgendwie seit Monaten verschollen. Pass mal auf, das ist er. Da ist er ja. Das vierte Kind ruft an. Was willst du? Nochmal für die Kundschaft hier. Weltfrieden möchte er. Ja, nee. Was ist denn? Wie geht's dir denn, Dennis? Das ist ja schön, dass du anrufst. Ich freue mich, von dir zu hören. Also geht es dir gut. Dennis will Weltfrieden, der ist krank. Also, normalerweise will er Weltkrieg. Also, für euch habe ich ein Video geschnitten heute, damit wenigstens überhaupt was sind. Vollit. Denn fertig gemacht wird heute, getan wird, habe ich ein Video geschnitten. Und zwar, und ich habe bei eBay eingestellt. Also heute wird wirklich ein langweiliger Vlog wahrscheinlich, weil nicht viel passiert ist. Aber bla bla, kann der Tommy immer gut. Räuchte auch raus, ne? Und wieder an.
Ah, wundervoll sieht das aus. So, ich checke mal die Verbindung. Hier hinten in meinem Kämmerchen. Tja, so schnell war der Tommy auf dem Pott. So einfach geht das. So schnell musste das gehen. Hier brauche ich eine Verbindung. Verbindet. Und vielleicht werde ich hier auch das iPad anbringen, was ich habe. Wenn das funktioniert, weil das ist eh kaputt. Display kaputt ist nichts für die Kinder eigentlich mehr. Sozusagen. Oh, ich habe gar kein Licht hier hinten an. So hindert. Achtung. Kann ich nämlich hier an der Wand anbringen, dann baue ich eine Halterung heute noch dafür, die drucki zucki. Und dann baue ich das an. Ich glaube fast, ja, ich gehe mal. Ich sehe hier nicht den Empfangsbalken. Ich habe fast vollen Empfang. Ist das geil, ey. Na, ist doch super, das funktioniert einmal frei. Das funzt ohne Ende. Und damit steht es fest, ich baue heute eine iPad-Halterung hier. Die kommt dann hier ran. Und wenn dann jemand was schreibt, dann kann ich so, ja, hier so, komme ich so, und dann natürlich kann ich vielleicht so antworten. Weiß ich noch nicht genau, wie das funktioniert, ob das funktioniert. Aber erstmal kann man ja sowas bauen, das geht ja schnell. Eine iPad-Halterung aus Holz, schön. Ja. Also ich hoffe, das geht schnell. Geht sowas nicht schnell? Sowas geht doch schnell, oder? Ja, sowas geht schnell. Stimmt. Gut, die Frau muss ich anrufen hier. Kommt halt nicht, wird nicht geliefert, das Hinterrad. Wegen Schnee oder was weiß ich. Keine Ahnung. Oder weil ich weiß nicht, ob zu bestellen. Also, ich hab's gestern total verpennt. Ich hab das Rad nicht bestellt. Nächste Ding, was noch fertig gemacht werden muss, ist eigentlich das hier. Also, ich habe jetzt dann drei Aufgaben. Anrufen ist ja schnell erledigt. iPad-Halterung bauen ist auch hoffentlich schnell erledigt. Und dritte Ding, was auch hoffentlich schnell erledigt ist und heute noch erledigt wird, alles. Ist diesen Sitz hier. Das gefällt mir nicht mit der Ecke hier. Scheiße. Ich glaube, ich muss den Sitz versetzen. Nach da oder nach da. Ans äußere Ende. Verschrauben. Und den Rest hier absägen. Damit das ganze Ding näher rankommt und die Müllmänner hier nicht da drüber fallen. Das wollen wir ja auch nicht, dass sie sich da noch verletzen böse. Ich meine, steht nicht weiter vor als vorher. Im Gegenteil sogar. Aber trotzdem. Ja, man weiß ja nie, ne? Deswegen. Wir machen das Licht an. So. Das machen wir nochmal an. Dann wird es ein bisschen heller. Dann hole ich mal einen Schrauber. Recycling lebt vom Mitmachen. Ich verwende alles wieder. Schrauben und. Scheißegal, ob es nur Fenner sind. Nicht, weil ich geizig bin. Sondern warum eigentlich? Weil es nicht notwendig ist. Ist ja nur gut. Ja, jetzt wird es langsam hell hier hoch. Gut, okay, na klar. Schon erledigt. Hier sägen wir ab. Da. Und da. Zack. Und dann kann er näher ran und fertig. Ich hab halb auf. Hier, Kamera, wenn du willst, einen Spot mit deiner trendigen Mütze. Heute in trendig pink. Ist ja geil. Ist schon mutig. Die kenne ich schon, aber die noch nicht. Die Hose jetzt schon? Die Hose hattest du schon mal. Ja. Ich wusste nicht, dass dir das auch gefallen hat. Ja doch, ich bin ja voll der Styler, Alter. Ey. Ja, doch. Ich bin ja Modeschecker, ich bin ein Modevlogger. Blogger? Dann habe ich mich jetzt herzlich geehrt gefühlt. Ah, der Hund wieder hier.
Ja, es ist so süß. Komm, hat alle gesehen, meine Unterwäsche? Hinterher, ja. Gerade gezeigt. Ach so. Hast du woanders hingeguckt? Ich hab woanders in die Rochen gerade. Und wie läuft bisher? Ja, kannst gucken. So, sollen wir mal zusammen gucken? Ja, geht mal zusammen. Ja, gucken so. Gegenlicht ist sowieso scheiße, da sieht man gar nichts. Es sei denn, die Kamera hat eine echt geile Auflösung in einem Dunkelbereich. Ah, es liegt mir Ohren. So, ich bin hier der Thomas, ja, ich mache hier Fahrräder fertig. Und ich habe einen geilen Hoodie an, da steht drauf, I love Berlin. Aber Love ist nicht geschrieben, Love ist nur sein Herz. Und hier habe ich auch einen Computer, da geht wahrscheinlich die gespeicherte Sammelsurium dieser Karte drauf. Was soll ich noch sagen? Passt. Geiler Dämpfer im scheiß Fahrrad. So, ich weiß gar nicht, muss ich mal Pause machen oder? Ah, ich gehe mal wieder rüber filmen. Übrigens finde ich die Kappe nicht so gut. Auch wenn Thomas das gerade so nett gesagt hat. Aber die ist aber warm. Und jetzt gerade hilft es nicht. Guck mal, da kommt noch einer. Guck mal, den kennt ihr ja auch schon alle. Ja, guck mal. So, hier. Kamera 1 gibt dann Kamera 2, aber Mann, hier, jetzt muss auch jeder sehen, dass ich abgebe. Ich muss sehen, dass er hat es abgegeben. Er hat abgegeben. Ja. Dein Hund ist schon weg, übrigens, so, den habe ich jetzt oben abgegeben, der geht mit dem anderen Humanoiden los. Ja, Dennis, ich habe deine Arbeit zerschnitten gerade, aber ist nicht so schlimm. Eigentlich zum Trainieren, du kannst immer so vorne noch ein paar Handelscheiben drauf. Der Mann hat Ideen. Naja, also Beckenboden, ja, gut für, weil ich ja schwanger war. Naja, ich finde es gut, wenn unten alles rausfällt und du dann so eine Beule auf dem Stand kannst sagen, ich habe einen richtigen Sack. Nein, kann tatsächlich passieren, ist kein Witz. Ja, aber du musst den doch nur ausdrücken, denn du wieder zurückschieben. Ja. Öfter schon. Hast du gemacht, ne? Also nicht mal bei der Engelchen. Ich bin dann Rubinhofen, hab ich gesagt. Wo ich gerade dabei bin. Ich mach das mal schnell. Ich hab die Schere heute. Stell dir mal vor, der Vater steht daneben, will gerade ansetzen, da komm ich in die Lofen. Schnipp! Echt? Naja, nee. Meiner! Nochmal 9 Monate warten. Pech ja. Okay. Fein, mach doch mal. Oh, süß, das ist das junge Kind. Aber das sieht nur süß aus, weil er ist eigentlich so einer, der jetzt so ein, der will jetzt genau wissen, dass du das richtig machst oder nicht, weil wenn nicht, dann beißt du dir gleich den Fuß oder so, weil er steht überhaupt nicht auf so Fuscharbeit. Das ja, dann hat er ja schon bei der Europalette an und für sich verkackt, weil die ist ja zusammen, wir fuschen die Nagel. Guter Hund. Nee, er hat das ja nicht mitgekriegt. Du fängst ja jetzt die Arbeit an und die Arbeit wieder kontrolliert. Siehst du? Guck mal, wie genau er guckt. Er riecht sogar, ob das Holz in richtig gleichmäßiger Geschwindigkeit geschnitten wurde oder nicht. Da wird's ja nicht. Und schief ist auch schon. Oh oh. Das ist kein gutes Zeichen, wenn er sich abwendet. Das muss ja auch unangenehm laut sein für ihn. Der ist überhaupt nicht rot. Hä? Der wird überhaupt nicht rot. Wer denn? Ja. Der Thomas. Der Kind, der Hund. Und fast durch. Nee, in dem Holz, in dem? Kann ja nicht sein. Nagel. Vielleicht irgendwie so schief, aber. So, dann noch einen Blick in die Runde werfen. Und dann sich verpissen, oder? Ja, so. Essen gehen. Also, ich hab hier die Zähne und bin voll rum. Wo hast du den Griff eigentlich her? Tatsächlich, also auch Zutritt. Und bitte. Ab und zu findet man da sowas. Ich hab auch einen ganz schönen Selfie-Stick gefunden. Ja, aber eben so ein One-Pot, nicht Tripod oder so, wie man den nennt, sondern einfach nur so für die Hand. Ich weiß gar nicht, ob es das sogar gibt. Aber gibt's und die werden richtig teuer gehandelt sogar heutzutage, die alten Dinger. Hätte ich auch nicht gedacht. Doch, also ich habe gedacht, das ist eine neumodische Erfindung von den Chinesen oder irgendwie so, aber ich fand das gut. Das ist für die GoPro genau richtig. Das ist wirklich so schön klein, für die Hand und gut bearbeitet und alles. In die Schrauben? Naja, der hat doch, für die GoPro gibt es ja auch diese Kamera, ich weiß nicht, wie das heißt. Wie heißt denn diese Kameraaufnahme, diese Training? Ja. Ich brauche ein batteriebetriebenes Rücklicht, was man am Gepäckträger festmacht. Was willst du denn mit mir brauchen denn? Würde ich dir jetzt nicht verkaufen wollen, so gebraucht. Ich würde es ja auch gebraucht abkaufen, so ist es nicht. Macht 38 Euro, müsst ihr denn, ist ja alles auf Band, ist ja alles auf Kamera. Macht 38 Euro, da kommt dann ein Kollege, kommt das umtauschen gegen ein neues. Ein kleineres, was man an die Seite dran macht, hast du nicht. Das ist sozusagen die einzige Möglichkeit, die du hättest. Ja, weil die auch. Was meinst du denn? Einfach nur, du meinst, du willst doch eh sagen, was richtig. Das war schon richtig festmontiert. Ich weiß, was ich sehe. Ich bin nur ein dummer Fahrradverkäufer. Ich hab keine Ahnung von sowas. Du hast natürlich so recht. Du musst es nur locker machen, richtig. Alles klar. Ja, ja. Okay. Es ist, irgendwo ist ein Langlauf drin, natürlich nicht hier hinten, sieht man ja, sondern hier und dann kannst du das so legen. Okay. Die neue Technologie ist natürlich batterieschonender jetzt von dem anderen. Super. Hättest du noch ein Stück alten Schlauch für mich?
Ja, auch du darfst dich draußen bedienen. Das ist ja ein Ding, heute gehen alte Schläuche weg. Ja, habe ich draußen, ich hänge den mal draußen hin für so eine Fälle. Notaufstieg, Notaufstieg. Deswegen vergessen. So schlimm kann es doch ja nicht sein wie 78. Hauptsache hier, die Ecke sieht ganz gut aus. Ja, ist so. Das kommt wieder weg hier. Ja. Jo, jetzt rufe ich die gute Dame an und sehe die Absagen für heute und dann baue ich die Halterung. Also ich baue jetzt eine Halterung für ein iPad. Eine Wandhalterung für das iPad. Do it yourself, DIY, wie das so schön heißt. Tommy bastelt. Und zwar eine Halterung für das iPad. Ganz simpel. Ich bin auf die einfachste Lösung gekommen ever. Und zwar habe ich hier eine abgesägte Hobel. Eine abgesägte Diele. Also Dielen haben wir immer Nut und Fehler. Ich benutze die Nut als Führungsschiene für das iPad. Ganz simpel. Mehr muss man ja nicht machen. Man muss sich ja keinen Kopf machen um Winkel oder irgendwas. Gott sei Dank habe ich das Ding aufgehoben. Ich hoffe, es funktioniert. 24,5. Ich markiere. 45 Grad. Das muss ich mir dann ausknobeln. Wo ich dann lande. Das schaue ich mal jetzt gleich. Hab ja alles vorher schon verraten. Das ist total simpel. Das ist unglaublich. Wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, kommt man auf die einfachsten Ideen. Na, ich habe auch keine Ahnung, wie gesagt, deswegen bin ich ja so ein dummer Knopf und ich stehe hier im Fahrradladen und baue jetzt eine Halterung für das iPad und freue mich schon, dass ich auf so eine glorreiche Idee kommen wie einfach mal ein Abfallstück nehmen. Was ich ja immer mache eigentlich. Ich nehme ja sehr gerne Abfall. Jo, ich esse hier einen Abfall. Ja, das wissen wir ja, deswegen bist du ja auch dauernd krank oder vergiftet oder irgendwas, hast du ja immer eine Vergiftung zugezogen. So ist man eh noch, bei dem wahrscheinlich, wo am wenigsten passieren könnte, weil die eigentlich nicht vergiftet sind. Dennis nimmt lieber Milchprodukte, mit denen er sich vergiften lässt. Ja, mit viel Eiweiß. Ja, die Säge ist ja mega stumpf, die ist ja göttlich. Ich sehe auf dem Boden der Tatsachen. Jetzt haben wir die so hier. Ihr könnt euch denken, wie es kommt. So an die Wand hier schraubt. Und dazwischen mit iPad. Bam. Das hole ich jetzt runter. Tausche wieder mit den Kindern. Die werden sich freuen. Computer finden sie besser. Dann bin ich gleich wieder da. Ja, und zwar ist das folgendes: Meine Kinder dürfen mit dem iPad eigentlich nicht mehr rumdaddeln, weil Display ist total gebrochen und jetzt fallen schon die Scherben hier raus und das ist arg scharfkantig und das finde ich eigentlich nicht so gut, dass die damit rumdaddeln. Sowieso finde ich das nicht so gut, aber komplett verbieten, naja, ist halt so eine Sache. Deswegen baue ich das jetzt hier unten ein, fest. Oh, ist das geil. Oh, wie das funktioniert, wie das flutscht. Herrlich. So nehme ich. Jetzt habt ihr das ganze Geheimnis eigentlich schon entdeckt hier. So kommt es. Fahren wie auf Schienen quasi. Jetzt messe ich den Abstand hier dazwischen einfach nur noch. Der ist 17,3. Das Problem scheint zu sein, wenn eine 45 Grad Gehrungssäge keine 45 Grad Gehrung sägt. Es ist wirklich zum Kotzen. Ist auf 45 Grad eingestellt, funktioniert aber nicht. Jetzt muss ich das alles per Hand nachfeilen. Das kann dauern. Aber ja, ich mache es einfach. Oh, hallo, ich schraube das jetzt an. Da, zack, zack, erste Ding hängt. Ja, eine simple Geschichte. So, egal. Verspachteln, verschleifen, was weiß ich. Ich habe keine Ahnung, was man damit macht. Aber, dass das hier so ein bisschen übersteht, das ihr wollt, wegen dem Stecker eigentlich. Das sollte so ja noch mehr überstehen. Jetzt kommt das hier rein. Wunderbar. Kann ich raus? Nicht, ja nicht. Hier kommt sogar noch eine kleine Leiste ran. Hier wird noch eine Bohrung gemacht für den Kopfhöreranschluss. Und zack. Zack. Hab mein iPad hier. Auf dem Kopf allerdings. Z-
zack. Aber ich brauche meinen Anschluss hier. Den Anschluss brauche ich nämlich hier, den Stromanschluss. Deswegen ist das so. Kopfhöreranschluss muss ich noch anzeichnen und ausbohren. Und dann bin ich fertig. Naja, meine Finger funktionieren nicht mehr so richtig. Ja, schlecht ist es nicht. Jetzt kann ich hier nämlich auf Dings und alles und Bums und was weiß ich auf mich einloggen. Meine Kinder haben geguckt zum Schluss, wie man sieht. Ich bin im Kellerloch. Gefangen. In der Sams. Hallo. So. Hier denn? Das ist P, da muss der. Ah, ja, einfach nur Bremse und. Bremse? Bremse treten und. Ach, Bremse treten. Ja, ist ja Automatik. Deswegen. Ja. Ja, ah, immer frei. Wunderbar. Okay, nicht drauf gekommen. Die Automatik, ich kenne Springer-Versor. Ja, das ist ja sicher jetzt in Richtung, dass du Bremse trittst. Ja, ja. Ja, Uhr, warte mal. Tada! Es fährt. Das passt doch halt nicht. Ich habe meinem Trödler einen passenden Schirm gekauft für diese Lampe. Also ob der passt, weiß ich nicht so recht. Der hätte orange sein müssen, aber von der Zeit her auf alle Fälle passend. Den baue ich jetzt auf. Das ist tausendmal besser als der von Ikea hier. Hoffe ich, dass der passt. Mal schauen. Wisch, wisch. Glühbirne wieder drin. Und fertig ist der Lack. Unabhängig davon, dass sie nicht jeder schön finden wird, so eine Lampe. Ist sie aber jetzt authentisch. Vom Style. Wir sehen. So, ich mach mal das Licht wieder aus. Hier große brauchen wir ja gar nicht mehr. Und das hier auch nicht mehr. Ist ja nicht, warum nicht anders. Ja, sieht doch gut aus. Ist doch okay. Für den Schirm habe ich bezahlt. Achtung, festhalten. Ich weiß, viele würden dafür nicht einen Cent geben. Ich habe dafür bezahlt 5 Euro. Das finde ich jetzt nicht viel. Aber ich habe sowieso verquere Ansichten offensichtlich. Manchmal deswegen. Ja, ich fand es in Ordnung. Dafür ist die Lampe wieder komplett authentisch. Na, mal gucken, ob ich das nochmal sauber kriege hier. Was für ein Aufriss, was für ein Ikea-Schirm. Ja, ich gucke trotzdem, ob ich sauber kriege. Offensichtlich war es das schon für heute. Nicht ein Auftrag, fantastisch. Aber manchmal ist es so. Wir sehen uns morgen wieder. Habt euch wohl. Denkt dran, immer schön abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, abonniert halt nächstes Mal, wenn es euch gefällt. Irgendwann gefällt es bestimmt. Also, wir sehen uns morgen. Bis dahin. Ciao.